Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silver und es geht hier darum, was machen eigentlich deine Geschwister mit dir? Die Reihenfolge, in der wir geboren sind, hat einen großen Einfluss darauf, wie wir uns verhalten. Ich glaube, das ist uns irgendwie schon lange bewusst. Was wem im Detail zugeordnet wird, das werde ich hier jetzt gar nicht näher erklären. Da verlinke ich nachher noch mal ein paar Filme, wo das aufgeschlüsselt wird, ganz toll. Sondern, dass wir heute uns mal angucken können, ob uns das eigentlich wirklich entspricht. Damals als Kind haben wir, so heißt es, eine Nische gesucht. Also wenn der Platz des Rebellen schon besetzt war durch einen Geschwisterteil, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das nachfolgende Kind ein friedliches und ausgleichendes Naturell hat. Und ja, wie auch immer, manche suchen sich die Rolle des Kaspers und Clowns, um da Aufmerksamkeit der Eltern zu bekommen. Also das ist so ein bisschen erkennbar in großen Rubriken, in die das eingeteilt ist. Sicherlich trifft das gar nicht immer zu. Ich behaupte, bei mir trifft das auch nicht zu. Aber trotz allem haben wir in unserem Leben eine Rolle als Kind gesucht. Und entspricht uns die überhaupt noch? Wollen wir überhaupt so sein? Müssen wir uns immer noch da nachrichten? In meinen Augen sind das eigentlich wieder negative Glaubenssätze, auch wenn sie nicht gesprochen wurden. Ausgesprochen wurden, ist es etwas, was mich geprägt hat und damals ja auch Sinn machte. Aber die Frage ist, muss ich das heute auch noch leben? Und ist das tatsächlich meine Überzeugung oder kann ich da mein volles Glückspotenzial eigentlich leben, wenn ich so bin, wie ich damals die Weichen gestellt habe als Kind? Und wenn da mal etwas Licht reinkommt. Also das sei ja etwas aus dem Unterbewusstsein, nicht? Denn es ist ja keine bewusste Entscheidung eines Kindes, das sich hinstellt und sagt, so, welcher Platz ist hier jetzt noch frei, was könnte ich machen oder so, sondern es ergibt sich, auch zum Beispiel, wenn Geschwisterkinder mal phasenweise sehr krank sind, ne? Was macht das mit dem anderen Geschwisterteil und so. Also da gibt es also, glaube ich, ganz, ganz viel Einflussmöglichkeit, die ja, auf uns sozusagen einprasselt, wo wir dann als Kind reagiert haben. Und das muss gar nicht mehr sein. Da sind wir heute frei. Mal zu gucken, will ich das? Was hat mich damals geprägt? Wo musste ich mich da durchsetzen? Oder wo habe ich mich als Jüngste vielleicht auch hinsetzen können und da ein bisschen so tun, als ob ich das selber nicht kann? Und dann kamen immer schon Geschwister oder Eltern an und haben es dann für mich gemacht oder so. Wenn ich mich frage, wieso komme ich eigentlich nicht in die Hufe? Ne? Wieso gelingt mir das nicht so, ne? Wo ich das eigentlich doch so will? Dann könnte da eventuell eine Ursache sein mit Sachen, wo wir uns selber im Wege stehen und wo wir es gerne anders hätten. Und da mal hinzuschauen, dafür wünsche ich dir jetzt ganz viel ja, Glück, Spaß, ja auch Energie, das mal sich anzugucken und sage Tschüss.